Es gibt ein verschollenes Videospiel zu Taxi Driver, einen nie veröffentlichten Film mit Vin Diesel und der vielleicht schlimmste Unfall der gesamten Filmgeschichte. Das und mehr erwartet euch jetzt im Movie Trivia. In der letzten Folge des Movie Trivia habe ich euch mit Ballistic X vs. Sever einen Film vorgestellt, der auf einem Videospiel basierte, das nie erschienen ist. Klingt abstrus, ich weiß, aber schaut es euch im letzten Video am besten selber an, dann versteht ihr es wahrscheinlich. Wie sich herausstellt, ist X vs. Sever aber nicht der einzige Fall, in dem das passiert ist. In den Kommentaren verwies ein Zuschauer nämlich auf The Wheelman. Und ja, da klingelt es tatsächlich. 2009 erschien das Action-Rennspiel mit Vin Diesel in der Hauptrolle. Und weil ich damals noch bei einem Videospielmagazin gearbeitet habe, habe ich den Titel da sogar noch vorgestellt. Und achtet hier mal bitte auf meine Frisur. Schon wieder Vin Diesel. Ja, schon wieder Vin Diesel. Der hält seine Glatze diesen Monat auch überall hin. Im Kino war er ja auch mit Fast and the Furious. Vin Diesel, der als begeisterter Gamer gilt, hatte schon zuvor in Videospieladaptionen mitgewirkt, namentlich den fantastischen Chronicles of Riddick Games. The Wheelman war ein relativ okayer Action-Raser, dessen großes Gimmick war, dass Vin Diesel während der Fahrt auf die Motorhaube seines Autos springt und bei vollem Tempo den Wagen wechselt. Ha, dieser Vin, was der alles kann. The Wheelman war aber weit mehr als nur ein Spiel, denn eigentlich sollte dies nur der Auftakt zu einer Filmreihe werden. Bereits 2006, parallel zum Videospiel, wurde ein gleichnamiger Film angekündigt. Das Spiel sollte eigentlich die Vorgeschichte zum Film erzählen, der aber, das wissen wir mittlerweile, nie erschienen ist. Vermutlich war dem Produzenten The Wheelman dann doch zu nah an der Fast and the Furious-Reihe dran. Viel verheerender dürfte aber gewesen sein, dass bereits das Spiel kaum jemanden interessierte. Auch die internationalen Wertungen waren eher verhalten. Vor allem deshalb haben wir den Wheelman-Film vermutlich nie bekommen. Und ich finde es total schade. Ein Film, in dem Vin Diesel alle physikalischen Grundgesetze aushebelt, sowas hat uns doch gerade noch gefehlt. Aber weil wir gerade so tief im Thema sind, drehen wir den Spieß doch mal um. Ich wollte nämlich wissen, gibt es auch Videospiele zu Filmen, die angekündigt wurden, dann aber nie erschienen sind? Und zu meiner Überraschung musste ich feststellen, ja, eine ganze Menge sogar. Und darunter finden sich sogar ziemlich namhafte Kandidaten. Namco versuchte sich zum Beispiel an Escape from New York oder zu Deutsch Die Klapperschlange. Und das macht schon irgendwie Sinn, denn wenn ein Filmheld so cool ist, dass er als direkte Inspiration für die Hauptfigur in Metal Gear Solid dient, dann hält er doch auch für ein eigenes Spiel her. Ja, nee, das hat leider so gar nicht funktioniert. Abgesehen von diesen sehr raren Szenen des Spiels ist nicht viel geblieben. Denn 2003 wurde das Spiel, das Snake Plissken Chronicles heißen sollte, gecancelt. Vielleicht, weil das hier nach reiner Ballerorgie aussieht, vielleicht aber auch, weil die Filmreihe mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hatte. Und der letzte Teil, Flucht aus L.A., ein mächtiger Flop gewesen ist. Zu den Alien-Filmen gibt es mittlerweile zahllose Spiele. Böse Zungen würden behaupten, es gibt sogar mehr als genug davon. Und da fällt es dann auch gar nicht mehr auf, wenn mal eines davon gecancelt wird, wie etwa der Versuch der Rollenspielprofis Obsidian, die mit Aliens Crucible eine Art Mass Effect im Alien-Universum veröffentlichen wollten. 2009 sollte der Titel erscheinen, wurde dann aber abgesägt. Warum der Publisher Sega hier den Stecker zog, ist mal wieder nicht überliefert. Die Gameplay-Szenen, die später ans Licht der Öffentlichkeit gerieten, zeigen aber eher durchschnittliches Third-Person-Geballer in viel zu düsteren Gängen. Schaut man sich die veröffentlichten Concept-Arts von Obsidian an, fallen aber spannende Ideen auf. Wie ein Alien, das offenbar zu lange auf der Hantelbank gelegen hat. Oder was auch immer das hier sein soll. That's one ugly. Und wo wir gerade bei Monstern sind, hätte ich noch einen ganz obskuren Titel, nämlich Im Land der Raketenwürmer. Ja, einer der schönsten Trash-Klassiker aller Zeiten sollte mehrfach als Spiel umgesetzt werden, aber so richtig klappen wollte das bis heute einfach nie. Vermutlich auch deshalb, weil sich nie ein großer Spieleentwickler daran versuchte. Alle drei Spiele, an denen bisher gearbeitet wurde, ein First-Person-Shooter aus dem Jahr 2002, ein Shoot'em-up in der ISO-Perspektive von 2017 und ein Third-Person-Shooter, der 2020 angekündigt wurde, sind allesamt Fanprojekte und werden daher vermutlich nie das Licht der Welt erblicken. Klar, sieht alles super scheiße aus, aber irgendwie passt das ja auch zu den Filmen, oder? Fuck you! Es hätte aber auch beinahe die Spiele gegeben, bei denen man sich ernsthaft fragt, warum überhaupt an eine Umsetzung des Films gedacht wurde. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es beinahe ein Spiel zum Martin Scorsese-Meisterwerk Taxi Driver gegeben hätte? Also der Film, in dessen Zentrum ein düsteres Stimmungsbild Amerikas nach dem Vietnamkrieg steht, wäre zur plumpen Ballerorgie verkommen, in deren Verlauf man aber immerhin auch mal mit dem Taxi fahren durfte. 2006 sollte der Titel für PS2 und Xbox erscheinen, wurde aber klammheimlich fallen gelassen. Alles, was geblieben ist, sind unscharfe Spielszenen auf YouTube.
Der brillante Anime-Klassiker Akira wurde sogar mehrfach als Spiel umgesetzt und auch da wirkte das irgendwie mehr als fehl am Platz. Ich meine, was soll das hier bitte sein? Dennoch möchte ich euch dieses Spiel hier nicht vorenthalten, das erstmals im Jahr 1994 vorgestellt wurde. Auf dem Mega Drive wäre Akira The Game tatsächlich eines der schönsten Spiele gewesen, die die gesamte Konsole hervorgebracht hat. Und auch spielerisch sah das immerhin ambitioniert aus. Gefühlt sind das hier 5 unterschiedliche Spiele in einem. Aber dennoch, ein simples Ballerspiel zu einem der wichtigsten Animes unserer Zeit, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Vielleicht also besser, dass es nie erschienen ist. She was someone who was loved by everyone who worked with and liked by everyone who worked with and admired. So, und jetzt kommt leider ein harter Stimmungswechsel, denn das nachfolgende Thema ist mal so gar nicht witzig. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, vor einigen Wochen gab es am Set der relativ kleinen Indie-Produktion Rust einen tödlichen Zwischenfall. Hauptdarsteller Alec Baldwin wurde vor dem Drehstart eine Waffe ausgehändigt, in der sich scharfe Munition befand. Wie abgemacht richtet er die Waffe in Richtung Kamera, drückt ab und schießt unglücklicherweise den Regisseur an und trifft der Kamerafrau direkt in die Brust. Halina Hutchins, die 42-jährige Kamerafrau, verstirbt kurz darauf im Krankenhaus. Und in den Wochen danach erreichten mich immer wieder Nachrichten von Zuschauern mit Fragen wie: Wie kann denn sowas passieren? Wieso gibt es scharfe Munition an einem Filmset? Und ist das schon mal vorgekommen in der Filmgeschichte? Und ich kann darauf nur eine ernüchternde Antwort liefern. Ja, leider sind solche Fälle an Filmsets keine Seltenheit. Tatsache ist, auf Wikipedia gibt es eine Seite, die sämtliche tragischen Unfälle an TV- und Filmsets auflistet. Und um dort bis zum Ende zu kommen, muss man erschreckend lange scrollen. Die Liste der Todesfälle an Sets ist furchtbar hoch. Schwere Verletzungen passieren fast noch mehr. Oft bekommt das Publikum davon nicht viel mit, weil solche Vorfälle kaum an die Öffentlichkeit getragen werden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass am Set von Deadpool 2 eine Stuntfrau bei einem Motorradstunt verstorben ist? Oder dass bei The Dark Knight ein Stuntman frontal in einen Baum gekracht ist? Am Set von Resident Evil The Final Chapter kollidierte die Stuntfrau Olivia Jackson mit einem Kamerakran. Sie überlebte zwar, erlitt aber schwerste Verletzungen und verlor einen Arm. Beim Dreh von Triple X konnte der Stuntman in dieser Szene nicht rechtzeitig das Sicherheitsseil lösen und krachte mit voller Wucht und tödlicher Folge gegen die Brücke. Absurderweise sieht man einen Teil des Unfalls hier sogar. Die Macher haben den Stunt nämlich im Film gelassen und lediglich den Vorfall herausgeschnitten. Angeblich um die Arbeit des Stuntmans zu würdigen. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde das irgendwie geschmacklos. So tragisch solche Unfälle auch sind, sie gehören unter den Stuntfrauen und Männern leider auch zum Berufsrisiko, die für die höher, schneller, weiter Attitüde des Blockbuster-Kinos immer krassere Dinge leisten müssen. Und die sind dann im Schnittgewitter vieler moderner Actionfilme nicht mal zu erkennen. Demgegenüber stehen aber immer wieder auch Unfälle, die durch Leichtsinnigkeit ausgelöst wurden. Der vielleicht bekannteste Fall ist sicherlich der tragische Tod von Brandon Lee am Set von The Crow. Dort hatte sich bei vorherigen Tests mit echten Patronen ein Rohrkrepierer im Lauf festgesetzt, der sich dann beim Dreh löste und Brandon Lee in den Bauch traf. Am Set von Expendable 2 wurde die Sprengkraft einer Explosion nicht richtig abgeschätzt, was zum Tod eines Stuntman führte. Und es gibt einen Vorfall, der so verheerend war, dass die Filmindustrie danach nicht mehr dieselbe war. 1982 taten sich gleich 4 Titanen der Filmgeschichte zusammen, um einen Film zur TV-Serie Twilight Zone zu drehen. Steven Spielberg, der spätere Gremlins-Regisseur Joe Dante, Mad Max-Schöpfer George Miller und John Landis, der mit American Werewolf berühmt wurde, drehten jeweils eines von 4 Segmenten. Die erste Geschichte inszenierte John Landis, in der ein Rassist durch die Zeit geschleudert wird und in verschiedenen Kriegen landet. Der Hauptcharakter wurde von Vic Morrow gespielt, der in einer Szene vietnamesische Kinder aus der Kriegsgefangenschaft retten sollte. Beim Dreh der besagten Szene gerät der Helikopter jedoch ins Straucheln. Vic Morrow wird von den Rotorblättern geköpft und beide Kinderdarsteller zerschmettert. Dieser Vorfall ist im Grunde schon schlimm genug, allerdings zeichneten die nachfolgenden Untersuchungen ein Bild, das noch viel erschreckender war. John Landis ignorierte beim Drehen nämlich ganz bewusst sämtliche Sicherheitsstandards. Zum einen verstieß er gegen das kalifornische Gesetz zur Kinderarbeit. Kinder dürfen in den USA nicht in der Nacht arbeiten, niemals ohne Betreuer und schon gar nicht in der Nähe von Sprengstoff. Besagter Sprengstoff wurde entgegen aller Vorgaben zu nah am Helikopter gezündet, dessen Pilot von Landis wiederum genötigt wurde, gefährlich tief zu kreisen. Der Rechtsstreit, der danach über die Produktion hereinbrach, gilt als längster der gesamten Filmindustrie. Jahrzehnte mussten sich John Landis und die Produzenten vor Gericht verantworten, Millionenbeträge an außergerichtlichen Forderungen zahlen. Für Landis selbst hatte der Twilight Zone-Fall immense Folgen. Seine Karriere galt danach als unwiderruflich beschädigt. Steven Spielberg war derart angewidert von Landis Handeln, dass er ihm öffentlich die Freundschaft kündigte. George Miller wollte mit dem Film gar nichts mehr zu tun haben und stellte jegliche Zusammenarbeit sofort ein. Seinen Teil der Postproduktion musste später Joe Dante übernehmen. Dennoch hatte der Vorfall
auch eine gute Seite. Nach Twilight Zone überarbeitete die Filmindustrie die Sicherheitsstandards und führte neue, strengere Regeln ein. The other big impact was the Directors Guild of America, which is the directors union here in the States, has set up a safety committee that I've been told is partly a response to what happened in this film, and the committee is looking at safety on the set, safety during a film production. Damit endete die Ära der Regisseure, die in der New Hollywood-Bewegung der 70er an Filmsets fast grenzenlose Macht besaßen. Nach 1982 sank die Unfallrate am Set um 70%, vor allem die der Selbstverschuldeten. If anyone had ever thought that such a horrendous thing could happen, obviously we would have stopped.